Ja, wir sind angekommen und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Odyssey mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Da haben wir jetzt schon gleich die erste Aufgabe, oder? Söldner! Das sieht aus wie Barnabas Schiff. Eigentlich ist das ein... Ah, das Schiff gehört jetzt dem Adlermann. Ich bin nur sein bescheidener Diener. Barnabas, du bist zurück. In Fleisch und Blut. Etwas älter, aber kein Stück weiser. Mikos schickte mich, um auf deine Rückkehr zu warten. Es geht um Nelios. Um wen auch sonst? Was hat sich mein Neffe dieses Mal eingebrockt? Ich glaube, diesmal ist es ernst, Barnabas. Du solltest zu ihm gehen. Mikos sagte, ich solle nicht ohne Hilfe zurückkommen. Aha. Ich muss nachdenken. Nur eine Sache. Ich kenne meinen Neffen. Oh ja, ihm geht's gut. So viel ist sicher. Ich bin auf dem Schiff. Und du, Söldner? Irgendjemand muss nach Nelios sehen. Warum glaubt Barnabas, dass sein Neffe das alles nur vorspielt? Es ist... Naja, Nelios war ein unmögliches Kind. Er hat gelogen und betrogen, sich geprügelt und randaliert. Das gibt sich meist im Alter. Nun, Nelios ist jetzt ein ernsthafter Athlet. Er will zu den Olympischen Spielen. Außerdem ist er mit Barnabas verwandt. Und das ist entscheidend. Ich helfe Barnabas Neffen, so gut ich kann. Nelios lebt bei seinem Betreuer Mikos. Ihr Haus liegt auf dem Hügel nördlich von hier. Aha. Wir gucken uns hier erstmal ein bisschen um. Unentdeckter Ort, da ist so ein Ding. Aha, da ist das mit dem, wo wir hin müssen. Ich würde mich schon mal... Ich denke aber, er wird wieder dort der Herrscher sein, der Insel da oben drauf, irgendwo, da in der Burg. Und ich muss hier erstmal ein bisschen rumstänkern. Bevor das geht. Geschändetes Heiligtum. Oha. Das sind ganz schön viele, ne? Jobart ist das Stoische. Und ich hatte ja hier eine gute Position. Die werde ich hier nicht haben. Der Schatz ist mir erstmal nicht so wichtig, aber er wird... Es ist der Herrscher. Ich werde das ein bisschen taktisch machen. Ich werde erstmal den hier außen vor lassen. Ich gehe jetzt erstmal dahin. Wo ist denn das? Da oben. Wir werden erstmal die Gegend schwächen. Dann sind weniger Wachen bei ihm. Und dann mache ich es mir ein bisschen leichter. Das muss nicht immer klappen, so wie in der letzten Folge. Der Tempel des Hephaistos? Wo denn? Wo habe ich jetzt den Tempel des Hephaistos entdeckt? Hä? Meinen die damit das Ding da oben? Das ist doch noch Kilometer weit weg. Jetzt muss ich selber erstmal gucken. Der Tempel des Hephaistos, unentdeckter Ort. Ja, keine Ahnung. Da hinten ist auf jeden Fall ein Dock. Ach so, ich könnte ja mal schlau sein und das verfolgen. Dann ist die olle Meldung auch weg. Aber das machen wir hier erstmal auf jeden Fall. Das gehört dazu. Wo ist denn das jetzt? Da ist noch ein Riesending. Oh, hier ist so ein Ding. Nee, das ist kein so ein Ding. Ach, da oben. Ah, doch ein Tempel. Komm. Ein alter Tempel. Oh. Naja, das können wir ja nun nicht. Oh, geil. So. Ein paar Punkte synchronisieren.
Und dann in Stroh. So, und da muss ich hin. Einmal so ein Sprung, das würde viel schneller gehen. Nö. Na. Oh, der ging daneben. Krieg ich auch Pfeile wieder eigentlich? Ja. Gut. Aber hier gibt's was. Hier gibt's was. Ja. Ja. Siehst du, geht doch. Sein. Er tut nur so, Mikos. Das habe ich schon einmal gesehen. Götter, gib mir Penelopes Geduld. Was ist denn mit ihm? Nur Neleus. Es trifft auch andere. Alle aussichtsreichen jungen Athleten werden krank oder verschwinden. Irgendwas stimmt nicht auf Thassos. Was auf Thassos vor sich geht, interessiert mich nicht. Aber ich kenne meinen Neffen. Oh ja! Er betet förmlich am Altar der Ergia. Er ist ein Jünger der Faulheit und des Müßiggangs. Hilf mir, ihn zu Verstand zu bringen. Vielleicht solltest du diesmal nachsichtiger mit deinem Neffen sein. Er kommt mir wirklich krank vor. Ach, du hast recht. Ich schätze, ich wollte es nicht wahrhaben. Aber jetzt sehe ich, dass er kein Kind mehr ist. Er ist erwachsen, doch er braucht trotzdem Hilfe. Mir fällt nur eine Möglichkeit ein. Gebt mir Bescheid, wenn sein Zustand sich ändert. Ich bin auf dem Schiff und opfere für Asklepios. Aha. Gib Barnabas etwas Zeit. Aber die Zeit läuft uns davon. Ich habe noch mehr Hinweise. Doch in dem Zustand kann ich Neleus nicht allein lassen. Vielleicht kannst du mir helfen? Barnabas ist doch meine Familie. Ich tue alles, was ich kann, um Neleus zu helfen. Danke. Weißt du, es verirren sich nicht oft hübsche und fähige Söldner in dieses Haus. Wir sollten nicht so reden, solange es Neleus so schlecht geht. Also, was vermutest du hinter dieser Sache? Nun, jemand im Gymnasium der Meister muss etwas wissen. Aietes war zuletzt mit Neleus zusammen, als es ihm noch gut ging. Sie waren Freunde? Das waren sie. Wenn er nichts weiß, könntest du mit dem Arzt im Steinbruch reden. Wenn er der örtliche Arzt ist, muss er irgendwas wissen. Was kannst du mir über dieses Gymnasium sagen? Du meintest, andere Athleten seien verschwunden? Viele, ja. Athleten aus der ganzen griechischen Welt kamen hierher. Wenn sie verschwinden, glauben die Leute, sie wären einfach nach Hause gegangen. Eine überzeugende Geschichte, falls ihnen jemand etwas angetan hat. Ganz genau. Ich würde gerne mit diesem Arzt im Steinbruch reden. Der Steinbruch von Aliki liegt im Süden von Thassos. Der dortige Arzt betreut sowohl die Athleten als auch die Arbeiter. Eine merkwürdige Kombination. Ja, wenn man bedenkt, dass viele der Arbeiter Athleten sind, die den Sport aufgaben. Irgendwas ist mit ihnen passiert. Der Arzt ist die einzige Verbindung, die ich sehe. Interessant. Der letzte, der Neleus sah, bevor er krank wurde, war Aietes. Weißt du, wo ich ihn finden kann? Er ist ein vielversprechender Athlet, aber lange nicht so talentiert wie Neleus. Er ertüchtigt sich gerne im Umland des glorreichen Weinguts. Dort solltest du nach ihm suchen. Okay. Ich gehe den Hinweisen nach und komme zurück, wenn ich mehr weiß. Hab Dank, Söldner. Und du kannst gerne jederzeit zurückkommen. Ja, ja. Und ich hab deinen Schatz. Ah, ha, 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 ha.
Mhm, da muss ich also gucken. Na gut. Gucken wir mal. Die Tore von Atlantis verbessern den Speer. Lysandros? Oh ja, das müsste ich auch mal endlich mal machen. Mikos, ein Arzt und guter Hirte. Was ist denn das Dichteste? Harte Lektion. Nehmen wir das hier. Ein Arzt und guter Hirte. Das ist hier in der Nähe. Theoretisch. 1400... Wo sollen... Das ist doch eine andere Insel. Hä? Ach du Schande. Ja, jetzt bleib ich aber erstmal hier. Das ist ja ein wenig dumm. Und dann machen wir das, denn wenn ich hier... Erstmal mache ich das hier auf der Insel. Die Insel klar. Dazu müssen wir Lager finden und diese müssen wir schänden und dann geht's mir besser. Jetzt brauche ich die Stöcker. Dann brauche ich Ella. Ella! Ups. Hi, Freunde. Euch werde ich auch schön. Nehme ich mal an. Huch! Ja, steil hier. Aber ich habe ja auch ein steiles Pferd. Ah, da haben wir schon eine Burg. Oh. Eine Festung. Klack, 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 klack. Klack, 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 klack. Ist hier auch der Staatsschatz vielleicht? Das wäre praktisch. Nö, glitschen noch mehr Feinde auf. Ich will den Staatsschatz. Da ist er! Ja, der haut am meisten rein. Ein Alarm ist hier auch. Und zwar da in der Mitte. Ja, am besten wäre von diesem Turm aus. Also müsste ich darum. Das fangen wir auf jeden Fall an. Hier lang. So, und dann schauen wir mal. Ja. Hoffen wir, dass mich niemand bemerkt. Müsste der Turm sein, ne? So, dann gucken wir hier oben mal. Da sehe ich schon den Alarm. Das müsste gehen. Wenn er jetzt hier hochgeht. Geh doch mal runter. Das war knapp. Wer ist da? Ich will schnell woanders hin. Wo mich keiner sehen kann. Wo ich ganz alleine bin. Und wo ich ein paar Stöcker finde. Du? Du? Flieg, kleiner Vogel. Oh. Hier kann man mich sehen. Nicht gut. Nicht gut, geh runter. Da kommt mir jetzt einer entgegen, glaube ich. Hier ist aber auch nicht gut. Das war knapp. Was war das? Nix. Hauptsache, jetzt kommt nicht einer noch von da. Nee, kommt nicht. Naja, immerhin kein unnötiger Stress. Ja, das stimmt. Das stimmt. Stress ist auch sowieso unnötig. Und sowas von unnötig. Komm, wir lassen noch einen fliegen. Oh, habt ihr gesehen, wie schön der Rock sich dabei ausbreitet? Das sah schön aus. Der geht in die andere Richtung, ne?
fliegst hier. So, jetzt gucken wir mal weiter. Wo guckt der hin? Scheiße. Ah, der kann das nicht sehen. Leise, 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 leise. Guten Flug. Entschuldigung. Und du gehst hier lang. Schwupps. Ah, da ist ja auch noch was. Und das ist auch ein Schatz, habe ich schon gesehen. So, und hier ist auch noch sowas. Das lohnt sich ja hier richtig. Und du. Und du. Und Feuer. So, Fackeln haben wir ja unendlich. Ich werde unsauber. Also meine Arbeit. Vorsichtig, vorsichtig. Wir haben die Herde schon ein bisschen ausgedünnt. Kommt der hier hoch? Ist hier noch was? Ja, der kommt hier hoch. Ich kann die Figur nicht bewegen. Warum eigentlich? Warum kann ich den nicht so bewegen? Mann, so sollte er stehen bleiben. Geh doch, spring doch mal. Warum springt er nicht? So. Schneller. Muss man wieder zweimal drücken. Und tschüss. Machen Abgang. Das ist da oben irgendwo. Ist ein Hauptmann. Ist eine Etage höher. So, Leiter. Da ist er. Den haben wir auch. Sehr schön. Komm! Und runter! Und. Oh, oh, oh. Bleibst du? Bleib hier! Ach Mensch! Das ist nicht nett. Fühl mich diskriminiert. So. So, jetzt wollen wir mal gucken. Da sind jetzt noch. Halt. Ach nee, der ist ja nur zum Nehmen. Da falle ich immer wieder drauf rein. So. Ein Schatz ist hier noch da oben. Und ein Hauptmann. Der ist auch da oben. So. Den Pullermarch müssen wir noch ausschalten. Den Pullermarch. Den muss ich aber wieder raus, ne? Dann gehen wir mal von der anderen Seite ran. Hier ist eine Treppe. Ist da oben drauf. Da kommt einer her.
Da. Das kommt aus der Richtung. Scheiße. Heb mir die auf. So. Der ist auch da. Geschafft. Ich bringe dem Feldherrn die Siegel. Ja, wir haben die Siegel, ich weiß. Ich weiß. Ich könnte da auch noch eine Quest abgeben, aber... Ja, ich mache es einfach nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Da haben wir denn noch. Aber wir können ja mal gucken. Wir haben hier. Da, Lysandros. Übergibt Lakonien südlich von Sparta. Und was ist das? In Attika, im Zentrum von Groß-Athen. Domestos. Wo haben wir denn Domestos? Warte mal, Karte. Domestos. Da ist Attika. Steinhart. Oh, da ist noch was mit Akibades. Domestos. Da haben wir ihn. Gut. Ich mache jetzt aber erstmal die Aufgaben hier weiter. Ich mache jetzt die Insel fertig. Hol mir den und dann könnten wir mal in Athen gucken, was denn da so los ist. Das werde ich aber nicht alles wieder aufnehmen, wie gehabt. Wenn was Interessantes ist, melde ich mich wieder. Beziehungsweise... Komm, wir gehen mal hier runter. Ich wollte jetzt hier nicht in dem Vor aufhören, damit mich denn doch noch einer sieht. Beziehungsweise, wenn ich mich an dem Dings vergreife, dann kann ich mich auch melden. War der nicht? Pass auf, das knallt gleich. Oh, der hat aber gleich gesessen hier. Oh. Oh, einmal reicht doch! Mensch! Beschissene Flammen! Geht aus, verdammt! Aha. Wo haben wir denn noch Silos? Das ist kein Silo. Das ist ein Silo. Guck mal, das sieht doch keiner, wenn ich jetzt hier so mal Dings mache. Sieht kein Mensch. Oh, pass auf da, pass auf, pass auf! Guckt, und schon ist die Eroberungsschlacht verfügbar. Das heißt... Einer fehlt aber noch. Sag mal. Nein, hinter mir. Da. Da ist auch das Vor. Das machen wir noch schnell. Guck mal, ich bin der Fackelmann. Ich hab eine Fackel an. Und jetzt würde ich euch raten, verschwindet aus dem Garten. War das nicht? Okay. Ja, wie gesagt, ich gucke mich jetzt noch mal ein bisschen hier auf der Insel um. Guck mal, hier ist noch ein Dock. Da sind Fragezeichen, die werden wir noch untersuchen. Das ist nicht viel, das mache ich offline. Und ja, dann denke ich mal, beim nächsten Mal kann ich mich dann um ihn kümmern. Und dann können wir mal nach Athen reisen. Da sind dann auch noch ein paar Kleinigkeiten zu erledigen. Ja, denn Dankeschön fürs Zuschauen. Jetzt habe ich 13 von den Dingern und brauche die gar nicht mehr. Ja. Hier hätte ich auch gern noch was Elitiges. Hab ich nicht, ne? Ne. Ne.
Hübsch, ne? Gut, dann Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich bleib im Feld, bis das wieder weg ist.